Ground and Pound TV hier wieder bei den Night of the Champions 3. Dennis Wosik mit seinem Trainer an meiner Seite. Dennis, es war ein tougher Fight. Drei Runden lang ging es hin und her. Am Ende warst du der Sieger. Die Zuschauer waren sich offenbar nicht so ganz einig. Wie bewertest du das Ganze? Ich bewerte das Ganze so, dass ich zwar gewonnen habe für mich. Ich habe die klaren Treffer gesetzt. Der hat mir oft auf die Deckung geschlagen und ich meine, bin der Meinung, dass ich die klaren Treffer gemacht habe und somit den Kampf gewonnen habe. Und dass die Zuschauer den Kampf natürlich anders gesehen haben, ist klar. Denn die meisten Fans sind ja bei dem hier in der Ecke. Der kommt ja, glaube ich, aus Darmstadt, ist ja in der Nähe. Ist klar, dass die ihren eigenen Mann vorne sehen. Was sagt der Trainer aus der Ecke? Geht das Ergebnis in Ordnung? Ich muss erstmal den Dennis entschuldigen für seine schlechte Leistung eigentlich heute. Weil das ist eigentlich eine Topform. Nur allerdings ist er kurzfristig krank geworden. Nur, wir wollten nicht unbedingt wieder, wir haben schon den letzten Kampf abgesagt wegen der Grippe. Ich wollte jetzt nicht nochmal den Kampf absagen wegen der Grippe. Deswegen haben wir den Start lassen. Der hat das Beste draus gemacht. Ich habe den definitiv nach vorne gesehen. Es war ein knappes Ding, definitiv, auf jeden Fall ein knappes Ding. Aber er hat, normalerweise hätte er schon längst einen Minuspunkt kriegen müssen, weil er viel geklammert hat, auf den Boden geschmissen hat, mit zwei Händen festgehalten hat, das Knie hochgezogen. Normalerweise hätte es schon längst einen Minuspunkt geben müssen, hat es aber nicht. Aber trotzdem, die Punktrichter haben für Dennis entschieden. Da bin ich auf jeden Fall nicht zufrieden. Ja, steht bislang 4-0. Man führt ja hier so eine kleine Statistik bislang für euch. Ihr habt noch einen fünften Kämpfer, den sehen wir bestimmt gleich nochmal hier. Ja, man, dich die Frage, ich wollte es auch schon ansprechen mit diesem Knie runterziehen und ähnliche Aktionen. Hat dich das vielleicht ein bisschen durcheinander gebracht oder was geht da einem so durch den Kopf im Ring? Nee, das hat mich einfach nur aufgeregt, dass der Ringrichter dem keinen Minuspunkt verwandt hat. In der ersten Runde habe ich ganz klar zwei Tieftritte bekommen. Das hat mich jetzt zwar nicht durcheinander gebracht, aber das war halt unsportlich so. Man darf halt nicht runterziehen und alles. Aber das hat mich nicht gestört, was soll ich sagen. Ja, am Ende haben die Zuschauer einen harten Kampf gesehen. Ich denke mal, das zählt. Ihr habt beide alles im Ring gelassen, so gehört sich das. Abschließend hätte ich noch gern die Frage, der Troublemaker, dein Spitzname, kannst du uns so ein bisschen zusammenfassen, wie das Ganze überhaupt kommt? Ja, das Ganze kommt so halt, weil ich oft im Gym bin und die Leute so ein bisschen amüsiere, zum Nerven bringe. Deswegen nennt mich halt jeder der Troublemaker, weil ich den Leute so nerve und halte. Ja. Also mit anderen Worten, positives Entertainment, das ist doch auch schön. Dementsprechend mach so weiter, es scheint ja bei dir zu funktionieren. Und dann freuen wir uns, dich bald wieder im Ring zu sehen. Hast du abschließend noch irgendwas zu sagen, irgendwelche Grüße oder ähnliches? Nee, ich danke meinem Trainer natürlich Kamal und den ganzen Leuten, die uns hier weit angereist sind und uns unterstützt haben. Danke ich allen, meiner Familie und allen anderen. Danke ich nochmal. Willst du noch was hinzufügen? Willst du noch was hinzufügen? Ich will dazu fügen, wir haben jetzt vier von fünf Kämpfen gehabt, alle vier gewonnen. Ich hoffe, dass wir uns gleich wiedersehen hier vorne. Wir sind gespannt, viel Erfolg gleich und ich sag mal, wahrscheinlich bis gleich. Danke. Prost. Dankeschön.